So, willkommen zurück zu Let's Fail Portal 2. Ich hoffe mal, ich bin in Lexa jetzt auf die Schliche gekommen und ja, dann gehen wir mal in den Aufzug. Mal schauen, was uns erwartet. Ach ja, ich liebe diese Ladebildschirme. Teil 3, okay. Genau. Okay. Dann springen wir mal eine Runde. Hey, ich bin's. Mir geht's gut. Hey, Wheatley. Lebt ja auch noch. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Nö. Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Irgendwie leckt's immer noch etwas. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Warum nicht gleich so? Ein neues. Tada! So, als erst brauchen wir mal einen Würfel. Das heißt, wir müssen erstmal den Schalter aktivieren. Dazu machen wir mal hier ein Portal hin und springen wieder rüber. Na. Was haben wir da drüben? Einen Würfel. Direkt hier reinspringen. Bisschen schneller. Wenn man die Plattform noch treffen würde. So, jetzt haben wir einen Würfel. Tun wir jetzt umleiten. Einmal hier. Dann das Orangen jetzt hier hin. Springen nochmal runter. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Genau, bist so freundlich zu mir. So, dann mal ab da. Na komm, mach hin. Ein fetter Adler. Ja, dazu sage ich mal nichts. So, mal gucken, was jetzt kommt. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Tschüss. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Hab ich das jetzt gesetzt? Nee, hab ich nicht. Springen wir jetzt erstmal hoch. Springen wir da rüber. Ich glaube, das war falsch. Ja, das war falsch. Wie war das? Wie komme ich da rüber? Ja, können Sie auch einfach darüber machen. Nochmal runter. Haben wir schon mal einen Würfel. So, dann gehen wir wieder hoch. Dann gehen wir wieder hoch, habe ich gesagt. Danke. So, dann fliegen wir jetzt mal im Würfel da. Autsch. So, dann blockieren wir das erstmal. Dann können wir jetzt noch mal eins weiter springen. Immer dieses Hin und Her. So, können wir dann hier. Moment, machen wir hier einen Würfel. Der kommt jetzt hoch zu uns. So, müssen wir jetzt da runter.
hier den Würfel zur Seite legen, weil das erste Mal hat es mir den Würfel direkt wieder runtergeschossen. So, das ist hier rüber. Da oben hatten wir das Blaue, dann machen wir hier Orangen. Und fliegen noch mal eine Runde. Legen wir den Würfel ab. Test bestanden. Und fertig. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Ich glaube, in dieser Kammer eben war auch noch eine Folge, indem man die Kammer unter 70 Sekunden abschließt, aber... Ja, habe ich, glaube ich, leicht verkackt. Na egal. Ein andermal. Schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Oh, sehr schön. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Ah, ich muss erst den Schalter aktivieren. So, jetzt nochmal darüber. Gleich so. Würfel, danke. So, dann machen wir noch rüber, nehmen den Würfel mit. Und sind falsch gelaufen. Müssen den Würfel noch darüber bringen. Nein. Ah, muss klappen. Oh so, da. Okay. Klappt auch so. So, jetzt brauchen wir dann nochmal... Lass jetzt mal rüberkommen. Darüber. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Dickes Kennst Turret. Du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Das würde ich aber jetzt nicht unterschreiben. So, und ich habe vergessen auf die Uhr zu schauen. Ja. Ich denke mal ein oder zwei Kammern können wir noch machen. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Okay, mach hin. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! Ein Vogel. Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Aber wenn hier ein Vogel rumfliegt, dann müssten wir doch ziemlich weit an der Oberfläche sein. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. GLaDOS, da war Wheatley. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Da haben wir Orange, da machen wir hier ein Blaues. Nicht hin. Schon wieder verkackt, anscheinend. Oben orange, dann machen wir hier blau. So, drücken wir hier drauf. Nicht runterfallen. So, du gehörst mir.
Mal gucken, ob ich einen Sprung schaffe. Ne, ich glaube nicht. Das ist jetzt noch halt ein bisschen tiefer. Blau. Na, hätte ich müssen wir da rüber setzen, dann wäre es funktioniert. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Ein Lob von GLaDOS. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. So, auf dieses Lob gehe ich mir jetzt erstmal was einbilden und setze hier mal einen Schnitt. Also, bis zur nächsten Folge. Tschö, tschö.